Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute komplett ungeschminkt und das hat einen Grund. Und zwar habe ich 15 Euro, also einen Gutschein von 15 Euro vom Rossmann zugeschickt bekommen. Und ja, ich durfte mir Produkte aussuchen für 15 Euro, bin in den nächsten Rossmann gerannt und ja, es sind zwei Produkte geworden. Ich muss ehrlich dazu sagen, dass ich diese Produkte gekauft habe, als es noch die 30% vor 2 Wochen, glaube ich, beim Rossmann gab. Aber ich werde das jetzt anders berechnen, weil ja, regulär kosten die Produkte halt einmal, ich glaube, 8 Euro und einmal zwischen 8 und 9 Euro. Ich weiß es nicht genau. Aber wie schon gesagt, ich habe 30% weniger dafür bezahlt. Und ja, es handelt sich um diese zwei Produkte. Einmal von Maybelline Fit Me Anti-Shine Stick, also dieser Foundation Stick, und einmal Anti-Age Effekt. Der Löscherauge. Hört sich ein bisschen komisch an. Ist das Deutsch? Nein, ist es nicht. Der Löscherauge. Aber egal, hier steht das so drauf. Und diese Produkte möchte ich jetzt mit euch auftragen. Ich habe sie natürlich auch schon ja, getestet und ein paar Mal aufgetragen. Und ja, schauen wir einfach mal. Fangen wir mit dem Make-up an. Ich habe jetzt nichts drauf, außer meine Tagescreme. Und werde jetzt mit euch zusammen dieses Make-up auftragen. Als erstes werde ich mir meine Haare zur Seite machen, wie ich das sonst auch immer mache. Das Ganze schaut so aus, also da ist ein Puderkern in der Mitte. Ja, und das Ganze soll halt Glanz im Gesicht verhindern. Wie viel Produkt ist enthalten? Ich schaue gerade mal. Es sind 9 Milliliter, also ein bisschen wenig für den Preis. Es kommt drauf an, wo ich es holt, ob im DM, im Rossmann etc. Ich glaube, da variiert der Preis wirklich zwischen 8 und 12 Euro. Ja, ich habe jetzt mit diesen 30% nur noch 6 Euro ein paar zerquetschte bezahlt. So, ich mache das so. Ich schaue jetzt runter. Ich habe nämlich einen Spiegel hier. Und ja, trage das ganz normal hier überall so ein bisschen auf. Da, wo ich halt ja, Make-up brauche. Und ich mache das immer so, dass ich wirklich überall was drauf mache und das Ganze dann auch mit der Hand verstreiche. Ich mache das also nicht mit dem Pinsel. Und versuche das Ganze ja so ein bisschen zu verstreichen und in die Haut einzuklopfen. Ich kann euch ja schon mal sagen, was ich jetzt... Ich habe es ja schon öfters aufgetragen. Und ja, ich bin der Meinung, also hier steht ja drauf, dass das Anti-Shine-Stick ist. Ich weiß nicht, was für ein Hauttyp das ist. Anti-Glanz-Make-up-Stick. Aber ich habe hier eine trockene Haut und im Winter wirklich eine sehr extrem trockene Haut. Und ich finde nicht, dass dieser Puderkern da drin bei Mischhaut oder bei fettiger, öliger Haut wirklich was bewirkt. Weil ich mit meiner trockenen Haut das Produkt eigentlich sehr gut finde. Von der Deckkraft her so mittel. Also es deckt meine Rötungen ab. Obwohl, ich schaue gerade, ja, ich habe mein künstliches Licht an. Ich schaue ein bisschen rot aus. Aber so, was ich jetzt hier im Spiegel sehe, ist, es deckt meine Rötungen ab. Es ist nicht künstlich oder so. Und im Laufe des Tages, ja, habe ich auch so einen gesunden Glanz. Ja, der sich dann hier in der T-Zone so ein bisschen ja, entwickelt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich was für Mischhaut oder beziehungsweise für ölige Haut ist, weil die müssen auf jeden Fall nachpudern und da ist dieser Puderkern ja, ein bisschen zu wenig. Ja. So. Ich wäre jetzt so, obwohl um die Nase noch ein bisschen rum, obwohl das mache ich dann auch so ein bisschen mit dem Concealer. Ja, für mich wäre das Ergebnis jetzt so okay. Ja, wie schon gesagt, ich finde das gut, ich finde es nicht schlecht. Ich würde es Leuten mit trockener Haut empfehlen, aber für Leute mit öliger Haut, da würde ich sagen, es hält nicht das, was es verspricht. Man müsste auf jeden Fall normal pudern, wie man es sonst auch machen würde. So, kommen wir zum zweiten Produkt und das ist
der Löcher Auge, das ist ein Concealer, auch von Maybelline. Enthalten sind 6,8 Milliliter. Ich habe bezahlt 5,28 Euro, das weiß ich noch genau. Aber so kostet er, glaube ich, zwischen 9 und 10 Euro. Und der kommt hier vorne so mit einem Schwämmchen. Das ist so ein Drehmechanismus, da dreht man dran. Also ich drehe nicht so viel, dass ich da was an Produkt sehe, sondern ich drehe wirklich immer nur zweimal und schaue, ob da was rauskommt, weil sonst finde ich das... Ah, seht ihr, da ist auch schon was rausgekommen, obwohl man wirklich nicht sieht, dass da was, ja, dass da Produkt drauf ist. Ich finde einfach nur, das wäre verschwenderisch. Man muss gucken, dass man damit klarkommt, also was die Dosierung angeht. Ich habe das jetzt in der Farbe, habe ich das gesagt, 01 Light. Es gab bei mir nur zwei. Gab es zwei? Es gab es genau in zwei Farben. Einmal in der 01 Light, das ist so ein gelbstichiger, und einmal in der Farbe 03. Und als ich die nebeneinander geswatcht habe, war der andere halt so ein rosastichiger. Und deswegen habe ich mich für den hier entschieden. Und das ist, dieser Fit Me Concealer habe ich in der Farbe 220. So, und ich klopfe das Ganze auch meistens immer mit den ja, Ringfinger ein. Und finde den Concealer sehr, sehr gut. Das kann ich euch schon mal verraten. Er sieht jetzt noch ziemlich hell aus. Ich sehe das selber. Aber wenn ich das so gleich ein bisschen abpuder und mich komplett geschminkt habe, dann passt das. Also es ist... Es lässt die Augen strahlen, es ist nicht so, dass das ja, irgendwie in die Augenfältchen kriecht. Das ist ein ganz großes Problem, wenn ich so andere Produkte verwende, die ich auch gerne verwende. Zum Beispiel diesen Catrice Camouflage, diese Catrice Camouflage, wenn ich die verwende, brauche ich wirklich eine reichhaltige Augencreme, weil sonst kriecht das in meine Augenfältchen oder Linien, kann man nennen, wie man möchte. Und bei dem hier ist das nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, ja, dass dieser Concealer in meine Augenfältchen kriecht. Und deswegen finde ich ihn wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe ihn jetzt bestimmt um die 6-7 Mal aufgetragen. Und ja, entwickelt sich so langsam zum Favoriten. Ich finde auch, ihr wisst ja, ich habe ja starke Augenringe. Obwohl mir wird immer, ja, wenn ich bei Douglas oder sowas bin, immer gesagt, es sind keine Augenringe, sondern ich bin Südländerin. Und die meisten Südländer haben halt, ja, da ist die Augenhöhle halt ein bisschen, ja, sitzt hinten oder so. Und das ist so, das kann man nicht abdecken. Für mich sind das Augenringe, aber auch egal. Aber ich finde das Ergebnis jetzt so... ja, von der Deckkraft her, es ist nicht 100%, es deckt nicht komplett eure Augenringe ab, aber es ist eine schöne Deckkraft, also eine natürliche Deckkraft. So, ich habe mich jetzt mal komplett geschminkt und zeige euch die Produkte, die ich verwendet habe. Und zwar habe ich obenrum überhaupt keinen Lidschatten benutzt, aber unten, nee, fangen wir anders an. Und zwar habe ich einmal meinen geliebten Kohlkajal benutzt und ja, das halt ganz normal benutzt. Da habe ich auch ein Video und zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe es nicht vergessen, es wird auf jeden Fall eine Verlosung kommen, nur ich komme irgendwie nicht dazu, ich weiß auch nicht. Ich habe euch ja versprochen, dass ich 10 Stück davon verlosen werde und ich hoffe, ich schaffe es noch vor Weihnachten. Ich werde auf jeden Fall 10 Stück davon verlosen, weil mich so viele halt danach gefragt haben, woher man das bekommt und so weiter. Aber da kommt noch ein Video zu. Dann habe ich für die untere, ja, unter meiner unteren Wasserlinie, genau, diesen schönen Blauton benutzt und das ist der aus der Rock'n'Royals LE von Catrice, also einer der letzten LEs, also müsste eigentlich noch ziemlich aktuell sein und ja, ich habe ja ein Video dazu gedreht und habe gesagt, dass ich diese Farbe unbedingt haben möchte und sie ist wirklich wunderschön, also ich trage sie sehr, sehr gerne. Ich habe den Lidschatten jetzt vielleicht eine Woche und habe ihn jetzt 4-mal drauf gehabt, das muss wirklich was heißen, also ich finde es wirklich traumhaft. Was habe ich noch benutzt? Genau. Dann habe ich diesen Blush von Catrice benutzt. Das ist auch eine Limited Edition von der Glamazona gewesen. Und das ist ja dieser sehr stark pigmentierte. Habe ich mir auch ein bisschen was drauf gegeben. Und dann einen Lippenstift. Also ihr seht, kein Highlighter, nichts Großartiges. Wirklich ein ganz schnelles Make-up. Einmal die Farbe 071 Mona Lisa Smile. Ja, das war's.
Genau, und dann habe ich meine Wimpern getuscht. Und zwar mit der I Love Extreme Mascara, einer meiner Lieblingsmascara. Also die und die schwarze sind wirklich meine Lieblingsmascaras. Die liebe ich über alles. Ich habe jetzt meine Wimpern in einer Schicht getuscht, ja, und finde das Ergebnis traumhaft. So, und dann habe ich für meine Augenbrauen, ihr wisst ja, ich lasse sie zurzeit wachsen, die sehen furchtbar aus, ich weiß, aber ich glaube, ich gehe demnächst auch mal, ja, und lasse sie mal säubern. Ja, ich habe mein Catrice-Set benutzt, mein Augenbrauen-Set und habe diese helle Farbe benutzt. Die dunkle habe ich nicht benutzt, nur die helle, um das Ganze ein bisschen auszufüllen. Ja, das war's auch schon. So sieht das Make-up dann aus. Und ich kann euch sagen, ich mag diesen Fit Me Anti-Shine-Stick sehr, sehr gerne. Obwohl ich, ja, nicht weiß, es sind ja 9 Milliliter. Und für den Preis, weil wir wissen ja, wir bekommen ja sonst, ja, sind in Make-ups meistens immer 30 Milliliter enthalten. Und wenn man jetzt sich ein anderes vergleichbares, sagen wir jetzt auch von Maybelline holt, dann bezahlt man halt 12, 13 Euro und hat 30 Milliliter. Ich muss einfach mal schauen, wie der sich abnutzt. Ich habe nur halt in anderen Videos gesehen, dass er sich sehr schnell abnutzt. Aber so vom Ergebnis her finde ich wirklich wunderschön. Vor allem ist das ja ein sehr natürliches Ergebnis und nicht ein zugekleistertes. Also nicht dieses pudrige oder so. Das finde ich halt sehr, sehr schön. Aber nichts für ölige Haut, würde ich jetzt sagen. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr Erfahrungen damit gemacht habt. Vor allem, ja, die eine Mischhaut haben oder eine ölige Haut. Wie findet ihr das Produkt? Habt ihr es vielleicht auch geholt? Und teilt meine Meinung oder sagt ihr, nee, das ist komplett falsch. Dieser Puderkern, der da drin ist, ist wirklich super, auch für ölige Haut. Also da braucht man sich später nicht mehr abzupudern. Und dann kommen wir zu dem Löcher von Maybelline. Und ich habe ihn bis jetzt noch nie geholt. Also das ist wirklich mein erstes Mal. Ich habe ihn in so vielen Videos gesehen und alle waren immer so überzeugt von ihm, ja, und irgendwie dachte ich, ja, du hast ja so viele Concealer und brauch die erstmal auf. Aber wenn man so eine Menge hat, dann ist es wirklich schwer, Produkte aufzubrauchen, weil man ja jedes Mal ein anderes Produkt verwendet. Aber jetzt, als es die 30% gab und ich diesen Gutschein hatte, konnte ich nicht widerstehen und dachte, jetzt muss er her. Und ich finde ihn wirklich klasse, vor allem wenn man, ja, was heißt ein bisschen älter, aber zu diesen Linien unter den Augen neigt, sollte man auf solche Produkte zurückgreifen, also auf flüssige Produkte und nicht mehr auf diese festen Konsistenzen. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also schaut euch den auf jeden Fall mal an. Natürlich ist das mit der Farbe so ein bisschen schwer, aber sogar bei meinem dunklen Hauttyp war jetzt die 01, ihr seht das ja jetzt im Kompletten. Findet ihr, dass das zu hell ist unter den Augen? Also ich finde das, ja, eigentlich perfekt. Also ich finde das so schön. Ich finde nicht, dass das zu hell ist oder so. Aber ihr könnt mir ja gerne eure Meinung unten in die Infobox, nicht in die Infobox, das sage ich immer, in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und danke nochmal an Rossmann für die 15 Euro, also für den Gutschein. Und ja, bis zu einem weiteren Video von mir. Tschüss!